Partie für Benny Künzel. Und da hat die Abwehr ja geschlafen jetzt. Definitiv. Ah, Dorf Mecklenburg meckert jetzt immer mehr über den Ball, über den Zustand. Sieht aus wie ein Ball, klebt wahrscheinlich auch wie ein Ball. Ungewöhnlich, dass man so viel Mecklenburg hadert. Wenn, dann muss man natürlich den Ball tauschen. Wir haben noch einen zweiten Ersatzball hier. Wenn der Zustand des Balles nicht mehr in dem sein sollte, wie er zu Anfang war. Aber Schiedsrichter sehen keine Veranlassung dafür, also weiter damit. Ja. Johann Zorn und wieder Anna Pasche. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das Spiel beim Dorf Mecklenburg wirkt da ein wenig eindimensional. Entweder Kaminski oder Johannesson. Falsche Sperre von Antje Dormann. Ich würde sagen, einerseits sagt man dazu gut gesehen. Und, oh. Da wäre eine Möglichkeit. Hat sie ein bisschen gespickert, kriegt die Situation. Weil kurze Konfusion zwischen Torhüter und anspielenden Mitspieler. Aber Kerstin Fekel nutzt die Möglichkeit nicht. Schade. Das sind die vermeintlichen leichten Dinger, die müssen einfach rein. Und Kaminski bleibt unerfolgreich und der Konter läuft und Kinscher, Tor. Treffer Nummer 5 in dieser Partie, 26-21. Ja, man muss aufpassen, dass die Schiedsrichter jetzt nicht ganz ihre Linie verlieren. Haben jetzt ein, zwei unglückliche Situationen gehabt. Ich hoffe, sie fangen sich wieder, damit das ein faires Derby das dann und dementsprechend fair zu Ende geht. So, jetzt Auszeit genommen vom Mecklenburger SV. Und wollen mal reinhören, was sie uns zu sagen haben. Der Auszeit vorbei, der Trainer hat seinen Mann noch mal zusammengeholt, noch mal richtig eingeschworen jetzt auf die letzten knapp 16 Minuten. Hat noch ein wenig was im Angriff verändert. Wir sehen es, wir kommen in den zweiten Kreis. Jetzt hier, Steffi Bohnke geht damit an den Kreis und wollen damit ein bisschen Variabilität reinbekommen in ihr Spiel, wo ich gerade meinte, es ist ein wenig eintönig geworden. Und 7 Meter rausgeholt erneut durch Katrin Feld. Und wir haben Torwartwechsel. Und Susi Grimm versucht es jetzt nochmal. Und Kaminski verwandelt den sicher alle 7 Meter verwandelt von Dorf Mecklenburg sicher. Oh! Einer wurf an die Latte. Folgen. Kaminski, ein Super. Ja. Ja, ich pass auf. Ja, gut aufgepasst. Roberto, einer vor Bomb. Und Stürmer faul entschieden gegen. Und da hat sich Wenk wieder wehgetan, aber erst war der Konter. Und da hat sich Pöschel auch wehgetan. Da gibt es Konfusion an der Schweriner Bank. Aber Anne Pöschel sieht wieder gut aus und Joda Wenk steht auch wieder. Sehr unangenehmes Derby hier heute.
wird mitgetragen durch die Schiedsrichter sicherlich. Das habe ich ja vor ein paar Minuten schon mal angesprochen. Haben momentan keine klare Linie. Konfusion auf beiden Seiten und 26 Tore Rüdersheim. Das muss man halt jetzt auch wieder sehen, dass die Schiedsrichter ihre Linie finden, weil sonst wird das hier in Hessen ganz hoffentlich kein hässliches Ende nehmen. Ja, Joda, die jetzt ein bisschen unglücklich wirkt, auch aufgrund der Verletzung. Jetzt der Wechsel mit Jule Klut. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Katrin Feld. Natürlich eine Bank ist im Spiel von Dorf Mecklenburg. Im Angriff, wie wir vorhin gesehen haben, wie auch in der Verteidigung. Unschön jetzt. Wird sehr unschön. Berlin findet nicht zu seinem Spiel. Dorf Mecklenburg macht das mit ihren Möglichkeiten, was sie haben. Und trotzdem haben die Schwerinnen Mädels riesengroße Schwierigkeiten, ihr Spiel dem Dorf Mecklenburgerinnen aufzudrücken. Jule Kluth, die Idee richtig, aber sie verliert da den Ball, technischer Fehler. Das darf natürlich nicht passieren. Robert, du sagst gerade Zeit für lange Zeit. Tini Schröder. Oh, an die Latte. Da hat an Gedankenschnelligkeit gefehlt eben. Zum einen bei der Torhüterin von Dorf Mecklenburg, als auch eben bei den Schweriner Spielerinnen, die nicht schnell genug nachrücken. Ja gut, die Wendy Künzel stand ja nur vor dem 9 Meter, die hätte einfach den Ball nehmen können. Die Torhüterin war ja noch nicht am Tor. Hätte das Ding selber machen können. Ein Wurf, ein Treffer, gut ist. Aber so sucht man sich die schwierige Situation aus, indem man Tini Schröder den Ball zuspielt. Die hat natürlich Pech im Abschluss. Anna Pöschel jetzt auf Tini Schröder. Aber die Mecklenburger schon zurückgeeilt, können das unterbinden. Auf jeden Fall ist es heute kein möglicher Spielen von beiden Seiten aus nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass sie hier einen fairen und gerechten Sieger haben. Ohne dass danach dann irgendwie diskutiert wird oder irgendwelche Schlägereien hier auf dem Feld passieren. Weil, wie gesagt, die Schiedsrichter nicht ganz objektiv sind. So, und jetzt der Konter von Dorf Mecklenburg verwandelt an der Drebs. Verkürzt auf 23 zu 26. Marie Kinscher jetzt auf Außenseite mit ihrer Stärke. Der 6. Treffer. Und 27-23. Und es ist wichtig für Schwerin, dass Kinscher da zu ihrer Stärke kommt. Ja, ich denke mal, wie gesagt, im Abschluss ist Marie nun mal eine relativ sichere Bank. Heute hat sie ein, zwei Situationen gehabt, wo sie nicht so abwarten. Oh, unschöne Szene. Um Scheiß gefallen. Unangenehm. Nein, bei Marie ein, zwei Dinge, wo sie heute ein bisschen unkonzentriert war. Aber ich denke mal, mit jedem Treffer mehr wird sich Marie Kinscher wieder einfädeln in das Spiel, wird auch ihre Sicherheit finden und dementsprechend auch zum Erfolg für Grün-Weiß führen. Jetzt hoffen wir, dass Kaminski gleich wieder weitergeht. Und trotzdem haben die Spielerinnen noch Spaß auf dem Feld, können tanzen zur Musik. Und Annika Kaminski ist auch wieder auf den Beinen. Nur ein bisschen Schmerz bleibt, aber es scheint zu gehen. Oder? Gut, es geht weiter für Annika Kaminski, die Nummer 13 bei ja. Mecklenburger SV. Es geht also weiter für Annika Kaminski. Und jetzt machen sich auch die Mecklenburger Fans hier bemerkbar. Und den hat sie schön geholt.
von Sandra Johannesson. Und jetzt kommt Schwerin mit einem Lauf, aber es ist keiner nachgerückt. Optimistischer Pass von Künzel. Schröder kann ihn holen und jetzt kann Schwerin einmal ruhig aufbauen. Und hat selbst die erfahrene Antje Thurmann ihre Schwierigkeiten am Kreis da, die Sperre zu stellen. Ja, Antje Thurmann wird geschoben und gestoßen und gehalten. Eigentlich eine Situation für den Schiedsrichter, wo er reagieren muss. Und reagieren tut anstattdessen Gröber, Schmarin, Kerstin Felkel. 28, 23. Aber gut zu sehen, jetzt haben sich zwei Spielerinnen mit Antje Thurmann beschäftigt, dort sie wegzuhalten vom Kreis für die Sperre. Wurde kurz verschoben und dann doch der freie Pass. Und dementsprechend auch natürlich eine Abwehrspielerin weniger auf der Seite, deswegen auch der freie Wurf, das klare Durchspringen und der sichere Treffer. Fünf Tore vorher für Grünwald-Schmarin, 10 Minuten vor dem Ende. Johannesson wird da am Wurf am getroffen. Am Wurf am getroffen, das ist gang und gäbe beim Handball, das gehört dazu. Es ist nicht in den Arm gegriffen, es ist im Prinzip den Block gestellt, sie schlägt gegen. Normale Situation, nichts Außergewöhnliches, auch nicht strafwürdig. Ist nur unangenehm für den Werfer, wo es dann mal ganz kurz im Musikantenknochen vielleicht ein bisschen zwirbelt. Aber auch bei ihr sehen wir, geht es weiter. Also hoffen wir mal auf die letzten 10 Minuten, damit es ein bisschen sich entspannt hier. Die Anspannung ist bei beiden Mannschaften natürlich zu sehen. Wollen beide das Spiel gewinnen, beide mit ihren Mitteln. Die einen probat, die anderen ein bisschen mit ihrem Ja, der war drin. Sandra Johannesson, ihr neunter Treffer in diesem Spiel, 28-24. Ja, mit ihren paar Möglichkeiten, die sie haben. Und das ist nun mal nur der Rückraum, der unheimlich gefährlich ist bei Dorf Mecklenburg. Ja, und Marie Kinscher scheitert da von der Halbposition. Und der Ball ist aus. Der Körper ist aus. Der Körper ist aus, der Ball nicht. Ist aber im Handball auch aus. Es gibt Ballbesitz für Grünwald-Schwerin. Steffi Dubel kommt jetzt für Tini Schröder auf die Außenseite. Man vielleicht auch ein bisschen Luft holen kann. Vom schnellen Spiel auf Grünwalder Seite. Jule Kluth bleibt da wieder am Block hängen. Die Chance vergeben. Und das war schön gespielt. Und den lässt sie sich nicht nehmen. Ebenfalls neunter Treffer für Annika Kaminski. 28-25. Steffi Dubel mit ihrer ersten Chance. Und es gibt 7 Meter und die 2 Minuten. Vollkommen richtig. Ja, natürlich vollkommen richtig. In den Wurf angegangen. Gut gesehen von dem Schiedsrichter. Immer noch ein bisschen Unverständnis bei den Spielerinnen von Dorf Mecklenburg. Ich schaue jetzt gerade mal 2, 3. Er zeigt gerade 2 Minuten Strafe. Ach so, jetzt die Spielerin hat das noch gar nicht mitbekommen. Ist jetzt verwundert ein bisschen. Aber natürlich, sie